Hallo und ich habe das Gefühl, ich muss so schreien, weil die Kamera so weit weg ist. Hallo und herzlich willkommen, wir brauen heute Bier. Das ist keine 1:1 Anleitung, weil das ist bei jedem Bier anders, sondern wir zeigen euch so ein bisschen, wie es geht und ob das was für euch ist. Also ich habe mir schon immer mal überlegt, Bier zu brauen und dann hast du mich angeschrieben und hast gemeint, du hast das ganze Zeug und voll cool. Legen wir mal los, ne? Kessel hier auf 54 Grad hochgeheizt. Also man muss vielleicht dazu sagen, wir machen ein Weizenbier. Was ist das jetzt für ein Zeug? Malz, das ist im Prinzip Gerste, schon vorgeschrotet, also quasi aufgebrochen, damit später dass der Zucker da besser rausgekocht werden kann. Ne? Und wichtig ist, dass wir dabei auch rühren. Das riecht schon mal saugeil. Und wir bräuchten einen Timer. Kannst du mal schnell einen Timer stellen? Ja. 10 Minuten und dann gehen wir auf 60 Grad, 65 Grad für eine Dreiviertelstunde. Wichtig Wie viel ist, brauchen wir? 5? Alter, das ist ja genau, das passt ja genau. Boah! Ja, das ist voll der Brei, ne? Ja, das ist viel dickflüssiger, als ich gedacht hätte. Guck mal, ich habe mal in der Küche gearbeitet und da haben sie einem erklärt, man soll in einem Achter rühren. In einem Achter? Ja, weil das erhöht die Rühreffektkraft um ein Vielfaches. Bitte mach mein Thermometer nicht kaputt. Aber auch eher Freestyle rühren, was du hier machst, ne? Der Achter, der ist so, das ist so das Koch-Establishment. Okay. Das würde ich mich ja auflehnen. Premium-Qualität Leitungswasser. Am nächsten Mal bei den Stadtwerken angerufen und gesagt, die sollen uns Premium-Qualität zur Verfügung stellen. Ja, genau. Heute sollen sie auch Premium-Qualität pumpen. So, und jetzt hochheizen auf 54 Grad. Ja, ich habe auch volle Dröhnung gestellt, damit er ordentlich anheizt. Wenn du auch mal Job tauschen, wenn du magst. Das ging schnell. Und auf 74 Grad halten wir es jetzt 45 Minuten. Ja. 45 Minuten haben wir sie jetzt auf wie viel Grad? 60. Auf 60 Grad gehabt. Und jetzt müssen wir sie nochmal hoch auf 70. Das wird dann Abmeischen genannt. Ja, wir sagen Abmeischen und dann mache ich den Schnitt. Ah, 20 Minuten, das stelle ich jetzt ein. Das und können wir ja eigentlich alles erklären, wenn wir es machen. Das ist die Idee. Oh. Den will ich ja laufen lassen. So, jetzt haben wir genug ausgekocht. Ich muss die GoPro noch einschalten. Jetzt kippen wir unsere Gerstenmalzbrühe hier rein. Richtig? Ja. Das ist jetzt die Gerstenmalzbrühe, um die ganzen Stückchen da rauszukriegen. Ja, den Trainer. Den Trainer. Ich würde sagen, das macht der Größere von uns. So, dafür lasse ich jetzt mal schön ausspülen. Das war der Restzucker. Wäre geil, wenn du dir so eine Installation irgendwie in die Küche bauen könntest, was ständig Bier braucht, weil es so gut riecht. Ja, das wäre cool. So. Und dann hast du auch so einen Brunneneffekt, das müsste dann so ein Glastopf sein. Vorzugsweise sollte es jetzt weniger süß schmecken. Schmeckt auch ein bisschen wie Brot. Jetzt wäre es cool, wenn du das gerade anlufst, dass ich den Deckel drunter machen kann, damit wir hier nicht so eine Sauerei veranstalten. Ich lufte das gerade so an, dass du den Deckel drunter machen kannst, dass wir hier nicht so eine Sauerei veranstalten. Ne? Das war meine Idee. Süß, ne? Ja, super süß. Schmeckt ein bisschen wie Brotsaft. Wir kennen ihn nicht, den süßen Brotsaft, den es überall zu kaufen gibt. Also jetzt warten wir 10 Minuten. Passt. Wir bringen es jetzt erstmal zum Kochen. Und dann kommt der Hopfen. Das war ja schon auf 70 Grad, also dürfte jetzt nicht so lange dauern, bis es auf 100 ist. Je nachdem, wie gut dein Kochtopf hier abgeht. Ja. Einfach machst du heute so. Bierbrauen. Hm. So, das ist jetzt gepresster Hopfen in Pelletform, ne? Boah. Das ist jetzt nicht mehr so geil. Das ist Hardcore-Aroma, ne? Ja. Ist das die Eierbecher-Dosiermethode? Das ist die berühmte Eierbecher-Dosiermethode. Das hat so ein bisschen was von Drogenküche hier mit dem. So, hier ist der Gäraufsatz in unserer Reinigungslösung. Damit wir dann später alles keimfrei in die Gärflasche packen können, ne? Und das ist das super Mittel, mit dem man das hier desinfiziert. 10 Minuten koche. 10 Minuten. Achso. 10 Minuten. Was habe ich mit meinen Minuten? 10 Minuten köcheln ist vorbei. So, und jetzt kommt der Hopfen rein. Hau hin. Jetzt wird es nochmal 40 Minuten geköchelt und dann nochmal 10 Minuten mit noch mehr Hopfen. Ja. Zieh einfach, ne? Das ist voll cool, so ein Teil baue ich mir auch, ey. Ey, das ist richtig geil gemacht, das Ding. Und nach weiteren 40 Minuten
Nochmal ein Teil Hefe dazu. Gerade nochmal umrühren. Hopfen. Hopfen. Hopfen dazu. Die Hefe. Wir gerade schon Hefe, ja. Und nochmal 10 Minuten warten. Und weitere 10 Minuten sind vergangen. Jetzt tun wir erstmal den abkühlen ein bisschen. Auf okay. Ca. 80 Grad. Und dann tun wir den Rest Hopfen dazu, damit das Weizenbier ein bisschen fruchtiger wird. Ja, du hast ja voll das sinnvolle System ausgedacht. Du nimmst halt einfach noch PET-Flaschen, füllst sie mit Wasser, frierst sie ein und packst das Zeug rein. Jetzt haben wir die 80 Grad erreicht, jetzt packt man den Hopfen dazu. Oh, nice. Ich dachte, ich muss die jetzt schnell rausholen. Nein. Also jetzt Hopfen. Ja, den Hopfen rein. Und das Blöde ist halt, die Hefe verträgt keine Hitze. Sollte halt so Raumtemperatur haben, sonst stirbt ihr dann in der Hefe. Wir müssen jetzt halt auch noch gegen die Heizspirale arbeiten. Gut, dass ich den ausgemacht habe. Was würde dann passieren, wenn wir das verbessern würden? Dann würde es nicht schmecken. Gut, das war's mit dem Eis. Eisnachschub noch bei 52. Ja, damit. Die eine Flasche ist schon ziemlich fertig. Was ist jetzt hier noch? So. Und hier über das Eis kippen. Was meinst du, was das bringt, ey? Also wenn das nicht übertrieben ist. Wir sitzen hier rum, ey. Wir sind schon auf 35, also nur noch 10 Grad. Haben die alten Leute, die da draußen vorbeilaufen, uns gerade beobachtet? Vielleicht halten mich meine Nachbarn für etwas verrückt. Warum? Wir sind doch einfach bloß zwei Dudes, die hier an so einem Topf stehen. Deswegen sieht das überhaupt nicht komisch aus. Völlig normal. Also ich würde auch sagen, die nächste Stufe ist Crystal Meth, oder? Ja, definitiv. Crystal Meth. Bier kriegen wir hin. Also, ja, bis wir es in die Flasche umgefüllt haben, verliert es auch noch mal ein paar Grad. Eben. Wir stellen jetzt den großen Bottich hier drauf, damit wir das umfüllen können. Wir wollten die Hefe reintun. Ach, shit, vergessen. So. Hefenmeister. 2/3. Ja, grob über den Daumen gepeilt, 2/3. Da muss doch irgendwo so ein Aufreißerli dran sein. Nee, ist es nicht. Sauerei. Gutes Fake-Taschenmesser als Werbegeschenk von der Sparkasse. 3 Stunden später. Je länger du der Hefe halt Zeit gibst, desto mehr wird sie von dem Zucker halt umsetzen, ne? Ja. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja kein Starkbier. Ja. Ist ja eklig. Die funktioniert scheiße. Die funktioniert scheiße. Ja, die verschiedenen Funktionsweisen von Wagen. Diese funktioniert scheiße. Also dieses Päckchen wiegt 11 Gramm. 2/3 von 11 Gramm sind ungefähr so 6-7, ne? 6-7 Gramm. 7-8. Das sind aber 7. Wir müssen noch ein bisschen was reinmachen. Ich glaube, so hypergenau müssen wir das auch nicht machen. Du könntest mal hier drin umrühren. Könnte mal die Flaschen rausholen, ne? Das auch. Und ich glaube, der Topf muss jetzt ein bisschen höher gehalten werden. Ein bisschen schräg. Und diese Position halten. Ja, Bier herstellen ist nicht einfach. Da braucht man schon ein Talent. Man muss zum Beispiel Töpfe hochhalten können. Ja, das machst du ganz toll. Wie nimmt das? Das war ja jetzt einfach, das hätte jetzt nur 4 Stunden gedauert. Dann geht's in einer Woche an die Flaschenabfüllung. Johannes, wo steht denn das? Einkochtopfschachtel in der Modellbauwerkstatt. Relativ voll im Eisenschrank. Da habe ich doch schon nachgeguckt. Der steckt. Sieht ja fast schon kriminell aus. Es ist nur Bier. Flaschen sauber machen. Die erste oder die letzte? Das ist einfach eine besondere. Ich glaube, daraus machen wir die erste Zapfung. Bier. Okay, wenn ich ehrlich bin, sieht es nicht so krass nach es Bier aus. Es sieht überhaupt nicht nach Bier aus. Es ist alles die Hefe, die da am Boden abgesetzt ist. Es waren backpulvergroße Päckchen und jetzt ist es. Sieht aus, als ob das ein halbes Kilo wäre. Ja, es riecht wie Weizenbier halt. Riecht gut. Ich würde sagen, du bist der Ansauger, weil es ist dein Bier. Machen wir nicht, wir haben nur eine Pumpe. Ach so. Ja, dann. Das ist ja easy. Warum haben wir die Pumpe dann nicht letzte Woche schon benutzt? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, stimmt. Wir brauchen ja das Gefälle, ne? Ja. Das ist also 10,5 Liter können wir abfüllen. Wir hängen diese Pumpe hier rein und hoffen dann, dass die bis ganz unten geht. Dann werden wir in der Mitte abzapfen, weil dann kriegen wir den ganzen Sud hier. Also du hängst die rein und pumpst dann, ne? Wo gibt's denn da was zum Pumpen? Echt? Okay, geil. Let it rip? Ja, dann rein damit. Nein. Bier, Marsch! Ich denke, wir Vollidioten müssen eigentlich noch Zucker da reinmachen. Ist doch jetzt egal. Wollen wir das jetzt machen oder in 10 Minuten? Das ist ein relativ leichter Job hier. Nur auf meinen Bierpegel achten. Aber ich komme nicht tiefer mit meiner
Abzapfanlage. Die hängst da das, den Schlauch rein. Und ich hebe mir mal die Flasche so an. Ist denn jetzt die nächste? Wo war es denn gerade? Hier, ne? Jo. Ich darf jetzt ansaugen. Ja. Prost! Danke. Ja, zudrücken! Ja, es war doch zu. Ich muss erstmal meinen Rhythmus finden. Das hat schon nach Bier geschmeckt, es war bloß ein bisschen fad. Ja, weil die Kohlensäure fehlt. Ich geh mal kurz den ausschütten. Zeig das mal in die Kamera. Boah. Wie viel kriege ich, wenn ich das ganz trinke? 5 Euro. Damit wir jetzt noch Kohlensäure ins Bier reinkriegen, machen wir Zucker dazu. Zucker rein, zumachen, mal schütteln und dann 4 Wochen wegschmeißen. Klingt so nach Bombe basteln. 4 Wochen dauert es dann noch. 4 Wochen. Wir haben jetzt circa 5,5 Stunden gebraucht, um 13 Bier zu produzieren. Ich glaube, wenn wir ein Bier so für 89 Euro verkaufen, sind wir im Plus. Wir machen einfach das teuerste Bier der Welt. Immer wenn irgendwas das teuerste ist, dann gibt es irgendeinen reichen Trollhorst, der denkt, das muss er jetzt kaufen. Ja, das ist ja auch was Besonderes. Also. Nee, wir müssen uns da schon noch irgendwie was gut klingt. Kirchheimer Superbier. Bayerklar-Bier, das Bier zum Bayerklar. Wir machen eine Lebensmittelfabrik auch. Ey. Hast du schon ein Logo im Kopf? Ja, klar. Na gut. Medientechnik. Bergner. Bergner. Ich hab nämlich Bergler gesagt. Ja, da ist auch eine Alliteration drin. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast recht. Alter, das ist richtig geil. Gib mir mal ein Stift, ich habe auch noch eine Idee. Ich muss mich konzentrieren. So eine Produktinformation, weißt du? Abtönfarbe. Ich glaube, ich töne ab. Und den Schreiberzahnstocher dazu. Ich hab mich gepiekst. An der Farbe? Nein, an den Zahnstocher. Ah, das geht voll geil. Okay, geht so. Alter, MacGyver. Also man muss vielleicht für 5-mal absetzen. Ich bin zu grobmotorisch, um mit einem Zahnstocher zu bleiben. Es sieht aus, als hätte es ein Dreijähriger geschrieben. Es sieht so aus, als hätte es jemand geschrieben, der sehr viel von unserem Bier getrunken hat. Ja, weil ich finde diese Schreibmethode gerade so geil. Weil ich glaube, du bist der eindeutig bessere Zahnstocherschreiber. Ja, du schreibst auf den Kopf. Na, Bräu. 4, irgendwas Prozent Alkohol, 100% Kohl. Erster Geschmackstest ohne Kohlensäure. Kann man schon. Ja, kommt jetzt halt nur noch die Kohlensäure dazu. Ne? Also. Ja, okay. Das schmeckt dann halt abgestanden. Prost. Aber wenn es das in 4 Wochen erst schneit, dann vergesse ich, was ich rausschneiden wollte oder so. Ja, es schmeckt wie abgestandenes Weizenbier. Aber das beste abgestandene Weizenbier, das ich jemals getrunken habe. So, jetzt wisst ihr, wie viel Aufwand ungefähr Bierbrauen ist. Und vielen Dank fürs Einschalten. Alter, deine Kamera hat Gesichtserkennung, wie krass ist das? Entschuldigung, ich hab's versaut, ich weiß, aber ich hab da so ein Quadrat und mein Gesicht. Ja, das ist klein. Entschuldigung, okay. So, jetzt wisst ihr ungefähr, wie viel...